Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Let's Play-Folge von Transport Fever. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Erakol und für die Neuen herzlich willkommen auf meinem Kanal. Kosten mal ausschalten. Hier oben ist auch eine riesengroße Neuerung. Das habe ich in den beiden Tutorial-Videos nicht behandelt. Da kann man im Endeffekt Sachen ausschalten. Zum Beispiel, das hier sind die Kosten. Ja, wenn Fahrzeuge fahren, dann blinken immer so rote Zahlen auf. Die Kosten interessiert keinen Menschen. Die Einnahmen interessieren mich persönlich schon. Dann kann man natürlich die Industrie ein- und ausblenden. Und natürlich die Städte. Oder einfach alles ein, alles aus. Dann haben wir das natürlich noch für Signale, Depots, Bus- und Haltestellen, Züge, Straßenfahrzeuge, Flugzeuge und Schiffe. So, ich habe eine neue Map generiert, die wo mir persönlich relativ zusagt. Es wird zwar nicht so sein oder es wird nicht so laufen, wie ich mir das gerne wünsche. Ich würde gerne von dieser Stadt... bis zu dieser Stadt eine Verbindung bauen. Werde ich irgendwann tun, aber das ist nicht mein erstes Ziel. Ich habe mir hier eine Stadt ausgesucht. Die werden wir... wo war sie denn jetzt? Ach ja, hier. Greußen. Greußen wird ausgebaut. Und zwar aus dem einfachen Grund, wir haben eine relativ schnelle oder relativ frühe Verbindung zwischen dieser Ölquelle und der Ölraffinerie. Und wir haben unsere erste größere Zugverbindung von hier, von dem Bauernhof, wo die Schweine wohnen, zu dieser Lebensmittelfabrik. Ne? Und auf dem Weg können wir natürlich hier und dort noch Waren liefern. Gut, jetzt schauen wir uns doch mal die Städte an. Was wir auch machen werden, ist im Endeffekt, das kommt mal hier oben hin, eine Linie von hier nach da, nach dort und von hier nach oben zu bauen. Genau. Dann kann ich das so einigermaßen zumindest einigermaßen durchziehen, dass ich von hier nach oben baue. Ich meine, wir haben hier relativ viel Ölproduktion, aber ich meine, es soll halt auch nicht zu einfach werden. Wir spielen schon auf einer leichten Schwierigkeitsstufe. Wir haben hier zum Beispiel Stein, das können wir noch hier drüben liefern. Also wir haben jetzt halt für den Anfang, denke ich mal, sollten wir einen guten Start hinbekommen. Ich werde bis 1870, 1880 dazwischen drin immer leichte Cuts reinhauen. Einfach, weil ich euch das nicht antun möchte, dass ihr zuschaut, wie von Zug 1 zu Zug, von Station 1 zu Station 2 gefahren wird. Die ganze Zeit, nur um das Budget wieder aufzufüllen. Ich möchte versuchen, jetzt am Anfang relativ selten einen Kredit aufzunehmen. Einfach, um mir das schon mal anzugewöhnen. Oder vielleicht mache ich es in der Serie jetzt halt in der ersten noch. Ich plane übrigens mehrere Serien. Ich werde sowohl leicht, mittel als auch schwer machen. Und die verschiedenen Kartentypen, die verschiedenen DLCs. Wie gesagt, je nachdem, wie natürlich auch das Interesse jetzt halt dabei ist. So, jetzt tun wir die Stadt hier erstmal ein bisschen verbessern. Ausbauen. Na, gerade mehr oder weniger. So. Einfach nur, damit der Stadtplaner gleich Möglichkeiten hat, das richtig auszubauen. Oder so auszubauen, wie mir das gerne passen würde. Und nicht, dass er mir irgendwie das ganze Zeug verbaut. So, dann würde ich mal sagen, wir bauen hier einen Kopfbahnhof hin.
Dazu werde ich aber erstmal das da wegreißen. Also, Bahnhof. Den mache ich übrigens gleich zwei Stationen weit. Einfach nur, weil ich nach Östringen, denke ich mal, eine Linie haben möchte und nach Warendorf. So, dann drehen wir den mal. So, für die Leute, die mein Tutorial gesehen haben, die wissen, es muss hier aufleuchten, oder die Gebäude, die hier aufleuchten, haben direkten Zugriff oder sind gewollt, den Bahnhof aufzusuchen, ohne Umwege zu machen. Kann von Vorteil oder auch von Nachteil sein. So. Ich glaube, okay, muss ich nochmal nachschauen. Es gibt nämlich auch eine Feinjustierung, aber den Hotkey dafür weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. So, in diese Richtung, perfekt. Genau. Ja, das einzige Problem ist, es ist halt relativ hügelig hier, wenn man sich das mal anschaut. Also, es wird auf jeden Fall interessant, das Industriegebiet hier anständig zu versorgen. Es wird auch mehr oder weniger eine kleine Herausforderung, denke ich mal. Aus dem einfachen Grund, weil die Gebäude relativ versprenkelt sind. Hopp. So. Naja, so schlimm ist es gar nicht. Gut. Also, genau. Dann brauchen wir natürlich einen Bahnhofsdepot oder einen Bahnhofsdepot. Guter Deutsch heute wieder. Ein Bahnhofsdepot, nein, ein Busdepot. Nein. Ein Busbahnhof. Na, fast. Also, genau. Dann brauchen wir noch Haltestellen, um die restlichen Fahrgäste davon zu überzeugen, doch mit uns zu fahren. Reisen Sie mit uns, sicher. Okay, das gefällt mir. Ah ja. So, dann schauen wir mal. Ah ja. Genau, das ist halt jetzt das große Problem. Muss ich mal schauen. Ich glaube, das reiße ich nochmal ab. Hupp. Und schau, dass ich den hier, dass ich die Gebäude da oben auch noch mitbekomme. Ah ja, da ist es perfekt. Genau. Und jetzt halt werde ich hier herunten noch einen hinmachen. Ich meine, der ist jetzt halt mehr oder weniger eigentlich sinnfrei, der letzten, den wo ich dazu gemacht habe, weil der im Endeffekt nur für drei Gebäude ist. Aber, naja, wer weiß. Gut, dann produzieren wir eine Linie. Haltestelle Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. So. Und diese Linie werden wir kreuzen. Bus. Linie 1 nennen. Genau. So, was wir dann natürlich auch noch brauchen, ist hier ein wunderhübsches Busdepot. Wo ist es denn? Genau, ein Straßenfahrzeugdepot. Das setze ich jetzt. Eigentlich kann ich das ein bisschen außerhalb setzen. Moment. Ja. Ich werde das definitiv außerhalb setzen. Einfach, um schon mal vorzubauen, zwecks dieser Linie, die wohl später mal von hier nach da gehen wird und von da nach dort. Also, nicht von hier nach da und von, ja, da nach dort. Ja. So, dann kaufen wir mal Fahrzeuge. Wir haben als erstes die Postkutsche. Hat eine Kapazität von 4 Passagieren, eine Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h und eine Ladegeschwindigkeit von 1. Man kann übrigens auch die Farbe ändern. Wir nehmen für die Postkutsche natürlich gelb. Und dann würde ich mal sagen, 3 Stationen haben. Kaufen wir doch mal 4 Stück sollten reichen. Linie zu weisen, Größen Buslinie 1. Gut. So, dann geht's ab nach Warendorf.
So. Also, von Warndorf möchten wir danach auf jeden Fall weiterfahren. Das heißt, wir werden auch diese Straßen hier erweitern. Gut. Einfach nur, um das Stadtwachstum zu beschleunigen. So, noch ein Stück nach vorne. Und hier rein. Na, so funktioniert das nicht. Sehr schön. Da werde ich das den Bahnhof, auch gleich wieder zweispurig bauen. Einfach nur, um schon mal vorzusorgen. Wenn ich die Linie dann halt erweitere. Hier ist es auch wieder. Man sieht wieder richtig schön. Ja, so passt. Man sieht wieder richtig schön, wenn ich das hier jetzt halt anbeile, welche Gebäude das hier angewählt werden. So, um später nicht ein Gebäude abreißen zu müssen, werde ich jetzt gleich mal eine Schiene hier nach draußen legen. Und mit der zweiten geht es relativ gerade in diese Richtung. Das ist jetzt einer dieser Sprünge, die wo ich im Tutorial gemeint habe. Ich brauche bis hierher 19.000 oder 20.000 und ein paar Meter weiter brauche ich 30.000. Also nehme ich die 20.000. Und jetzt verbinden wir die zwei Städte. So, schauen wir mal. Wir müssen rechts rein. Sehr gut. Perfekt. So, dann werden wir die Linie gleich mal bauen. Und zwar Warendorf nach Kreußen. Kreußen nach Warendorf. Jetzt brauchen wir natürlich noch öffentlichen Verkehrsmittel, weil ich geldgierig bin und ich möchte, dass die natürlich herkommen. Ich setze die bewusst jetzt halt auf die andere Straßenseite. Und zwar, weil ich das hier später natürlich noch erweitern möchte und das braucht dann halt natürlich mehr Platz. So, perfekt. Gut. Schauen wir mal. Entschuldigung. Gut, dann brauchen wir einmal hier eine Bushaltestelle und noch eine weitere Bushaltestelle. Und zwar, denke ich mal, werde ich die hier hinsetzen. Naja, okay, jetzt habe ich da ein paar Gebäude, die nicht mit dabei sind. Nee, gefällt mir nicht so. Ich will eigentlich schon, dass der gesamte Bereich abgedeckt ist. Ich meine, durch das, dass wir auf leicht spielen, können wir uns das schon mal erlauben, dass wir mal was wegreißen oder mit dazu bauen. Und hier hin. So, jetzt haben wir alles abgedeckt. Ihr müsst entschuldigen, ich bin einer dieser Menschen, die wo wirklich immer so viele Fenster wie möglich offen haben. So, eine neue Linie. Da, nach da, nach dort. Und wieder zurück, perfekt. Und dann nennen wir die Warendorf Buslinie Nummer 1. Linie 1. So. Sehr schön. Jetzt haben wir im Endeffekt unser Grundkonstrukt schon mal
hinter uns. Okay. Ja, das Depot, das können wir jetzt hinbauen, wo wir wollen. Wir werden hier die meisten Sachen über die Bahn reinbringen müssen. So, kaufen wir hier auch wieder. Öffnen wir hier. 1, 2, 3, 4. Dann kaufen wir hier 5 Fahrzeuge. Machen die natürlich auch wieder gelb. Machen wir helleres Gelb. Ah, okay. Nein, Idiot. Wahnsinn. Man kann ja hier, wenn man über die Linie reingeht, auf Fahrzeuge, kann man für alle Fahrzeuge die Farbe wechseln. Also, ist nicht so schlimm. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir das doch mal laufen. Und hier kommen unsere Postkutschen raus. Ich meine, die sehen schon echt cool aus. Na, dann auf ins Getümmel. Wie man jetzt hier sieht, früher wären alle hier reingefahren, jetzt biegen 2 Stück ab. Und der hier wird wahrscheinlich auch wieder rein. Ah, der biegt auch ab. Sehr schön. Und die verteilen sich halt jetzt. Schauen wir mal, ob sich die auch nochmal aufteilen, ob gleich einer direkt zu dieser Bushaltestelle hinfährt. Ja, einer, 2 und du? Ah, 3 Stück. Also die teilen sich doch mehr oder weniger auf. Sehr schön, gefällt mir. So, dann würde ich mal sagen, brauchen wir noch ein Zugdepot. Und zwar machen wir das mal hier. Gut. Noch ein Stück nach hinten. Ist vielleicht nicht nötig, aber ich möchte, dass der Zug in beide Richtungen ein- und ausfahren kann. Jetzt hat es funktioniert. Ah, Wahnsinn. Also wie gesagt, die grundsätzliche Bebauung der Schienen oder der Bau mit Schienen hat sich so immens verbessert. Bin ich ziemlich begeistert davon. So. Und Signale. Die habe ich übrigens auch noch nicht in meinen Tutorials behandelt. Werde ich aber vielleicht irgendwann mal machen. So, in diese Richtung. Also, der Zug hier fährt im Endeffekt raus, fährt bis hierhin und sagt, hey, pass mal auf, Freundchen, ich möchte zu dem Bahnhof, ist die Strecke frei? Und dann schaut er, fragt er im Endeffekt beim Bahnhof an, fragt, hey Bahnhof, kommt zu dir irgendjemand? Und der Bahnhof sagt, Moment, ich schau, geht hier rüber bis zum nächsten Signal oder bis zum nächsten Bahnhof und sagt, hey, kein Fahrzeug da, du kannst rausfahren. Oder, hey, da ist ein Fahrzeug, du musst warten. So, und jetzt würde ich sagen, wir bauen das erste Fahrzeug. Das heißt bauen, wir holen uns den ersten Zug. So, viele machen das so, sie kaufen sich einen Zug und holen sich dann halt nur 2 oder 3 Passagierwagen. Mache ich nicht so. Also, wir haben hier die D1-3 mit 40 km pro Stunde an Höchstgeschwindigkeit, einem Gewicht von 30 Tonnen, einer Leistung von 50 kW und einer Zugkraft von 15 kN. Eine Lebensspanne von 30 Jahren. Und den D1-3 Car. Passagieranzahl von eine Kapazität von 6 Passagieren, einen stolzen Preis von knapp 100.000 Dollar, Betriebskosten von 15.800 pro Jahr und einer Lebensdauer von 25 Jahren und einer Ladegeschwindigkeit von 2. Das bedeutet, es können immer 2 Personen mehr oder weniger auf einmal einsteigen pro Waggon. Also lädt relativ flott. Irgendwann mal ist die Ladestellgeschwindigkeit bei 4 oder 5 oder 10 oder was weiß ich was. So, also ich gehe immer mit 6 Waggons. Den Zug nennen wir... Ah,
Grey? Na. Grey? War. Eins. Und wir schicken den auf die Strecke von da nach dort. So, und da kommt er raus. Hier ist er. Der erste Zug. Der erste Zug unseres ersten Folge des Let's Plays. Sehr schön. So, dann folgen wir dem Freund mal. Wir drehen uns natürlich auf die Seite. Sehr gut. So, der ganze Spaß hat uns jetzt insgesamt fast 2 Millionen Dollar gekostet. 1,83 Millionen Dollar. Hardcore. Aber dafür haben wir zwei Routen schon perfekt ausgebaut und eine, also zwei Busrouten und der erste Zug rollt schon von Platz weg. So, jetzt schauen wir mal, wie er hier schön einfährt. Und er ist angekommen. So. Gut, ich werde das jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Und wir können uns ja mal die Errungenschaften anschauen. Die, wo ich bis jetzt halt schon gesammelt habe, die hätten wir jetzt halt mehr oder weniger auch bekommen. Das ist natürlich die erste Bushaltestelle. Das wäre im Endeffekt, wenn man eine Bushaltestelle baut, den ersten Bahnhof, die erste Linie. Der erste Bus ist angekommen. Also im Endeffekt, man muss halt einfach einen Bus losschicken, der dann zur Bushaltestelle fährt. Beziehungsweise auf eine Linie. Ja gut, die erste Dampflok muss auf der richtigen und das erste Schiff ist angekommen. Und es war... Hier hatte ich doch noch einen... Ach ja, genau. Dann hat die ersten Passagiere wartet. Oder der erste Passagier wartet, ist, wenn so ein gelbes Männchen hier ist. Haben wir aktuell noch nicht. Der erste Passagier wurde, ist transportiert worden. Erste Einheit Güter wartet. Erste Einheit Güter transportiert. Und es gibt halt wieder natürlich ewig viele. Ah... Verdiene alle Medaillen im Tutorial. Ah, muss ich das Tutorial doch machen. Okay. Sehr schön. Also, und wie man auch schön sieht, hier die ersten Gebäude steigt natürlich der Wert, sind zufrieden, haben eine Anbindung hier und die Gebäude werden größer. So, ich mache das Overlay jetzt mal aus. Ich liebe es übrigens damit zu spielen, damit ich weiß, wo was ist. Manche sehen halt einfach die Detailliebe dieser wunderschönen Gebäude. Wenn man jetzt halt mal hier rüber geht, gehen wir mal in die Straße hier rein. Wenn man hier schaut, Airwings and Tents. Ah, wahrscheinlich Markisen. Also Tents sind ja Zelte, aber Awnings, Awnings. Ah, okay. Dann hat hier Queen's Road, schön sieht, das ist ja die Postkutsche, die wo aktuell rumfährt. Also ist schon echt ziemlich detailverliebt, was sie da gemacht haben. Und was haben wir hier? Clothing. William and Bone. So. Gut. Dann würde ich mal sagen... Okay, wie macht man das am blödsten? Also, ich möchte gerne eventuell, wie viel Kohle haben wir noch? 991.000. Ich werde jetzt halt einfach mal bis 1800, ja, nee, ich lasse jetzt halt noch ein bisschen laufen. Wir haben ja noch ein bisschen Kohle übrig. Ich mache das immer zwischen den Folgen einfach. Ich sage euch dann, was, wenn irgendwas Aufregendes passiert ist. Und jetzt werden wir im Endeffekt eine Straßenlinie von hier nach dort, wobei das fast schon wieder eine Zugverbindung wert ist, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, wir müssen hier so oder wir werden hier so oder so eine Zugverbindung legen müssen.
mehr oder weniger. Warum nicht noch eine bauen? Ja, das machen wir, denke ich mal. Bringt mir aber jetzt noch nichts, müssen wir eh noch warten dann. So. Was wir natürlich noch tun können, ist theoretisch entweder einen Zug oder eine Busverbindung herzustellen. Und zwar, na okay, macht hier nicht wirklich viel Sinn. Wir hätten von Drebsen-Mucke könnte man eine nach Warendorf legen machen. So, dann schauen wir uns den Spaß mal an. Gut, also okay. So, schauen wir, dass wir das mal ein bisschen natürlicher hinbekommen. Nicht so viereckig. Sehr gut. Hui. Komm, bleib da. Sehr gut. Dich hier noch mit rein. Sehr gut. Also, wir möchten gerne. Ja, am liebsten würde ich hier. Was kostet denn das? Nehme ich, danke. Ich möchte hier gerne einen Busdepot haben. Ja, das passt, würde ich mal sagen. Perfekt. So, von diesem Busdepot werden wir eine neue Linie erstellen. Das war so ein kleiner Trick, den man bei Trainfever verwendet hat, wenn man auch schwer gespielt hat. Da war das eins der lukrativsten Dinge am Anfang. Man hat im Endeffekt zwei Städte mit einer mit einem Busbahnhof, weil die zählen im Endeffekt den Passagier, mit was er fährt und wie lange er unterwegs ist und wie weit die Entfernung ist. Und da war das natürlich mega. Und hier hin. So. Die Linie nennen wir doch Dreb. Dreh nach War. Bus. Sehr schön. Und dann kaufen wir natürlich auch Fahrzeuge. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt hier mal 2, 4, 5. Hey, du kannst ruhig weiterlaufen. Auf mittlerer Geschwindigkeit. Und wir kaufen auch hier noch ein Busdepot. Und drehen das um. Setzen das hier hin. Sehr schön. Und da kaufen wir auch nochmal 5. 2, 3, 4, 5. Linie zuweisen. Genau. Perfekt. So, ich lasse jetzt halt wieder mal ein bisschen laufen, bis unsere Linien im Endeffekt Geld abwerfen. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal eine Runde mit dem Spaß hier mit. So, ich würde sagen, wir schauen uns das hier jetzt noch an. Ich beende die Folge hier jetzt auch mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da. Und ich hoffe, wir sehen uns zu einem meiner anderen Videos wieder. Wenn ihr von mir nichts verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Würde ich mich sehr darüber freuen. Habt ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, dann fragt mich gerne über die Kommentare weiter unten. Und wenn ihr zufälligerweise die Tutorials noch sehen wollt, stöbert ein bisschen in meinem Kanal rum. Die werdet ihr eigentlich relativ schnell finden. Sind das vorletzte und vorverletzte Video, nein, das letzte und vorletzte Video, wo ich hochgeladen habe. Genau. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, mein Name ist Errorcall. Ciao.